Herzlich willkommen bei Brandenburg's Astma Physik Astro TV. Bei Hauptreihensternen gibt es einen Zusammenhang zwischen der Masse, Radius, Leuchtkraft und Oberflächentemperatur. Das heißt, je massenreicher ein Hauptreihenstern ist, desto größer, leuchtkräftiger und heißer sind diese Sterne dann auch. Das lässt sich auch sehr gut an dieser Abbildung hier erkennen. Also wir wissen ja, dass ein Stern mit 1,8 Sonnenmassen auch ca. 1,6 Sonnenradien hat, mit 10 Sonnenleuchtkräften, während ein Stern mit einer Sonnenmasse natürlich auch nur etwas so groß und leuchtkräftig als die Sonne ist. Aber natürlich gibt es auch Gleichungen, womit man diese Eigenschaften, wenn natürlich bestimmte Größen gegeben sind, berechnen kann. Also es gibt einmal die Masse-Radius-Beziehung, damit kann man, wenn die Masse eines Sterns bekannt ist, den Radius berechnen, natürlich den ungefähren Radius. Das hängt trotzdem vom Stern zu Stern ab, denn eine Gleichung kann jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, wie groß der Stern wirklich ist. Das gibt quasi nur einen Ungefährwert an, das sich mit Hilfe einer Gleichung berechnen lässt. Also es kann natürlich trotzdem Abweichungen geben von einigen Prozenten. Da gibt es auch noch die Masse-Leuchtkraft-Beziehung. Da kann, wenn die Masse bekannt ist, die Leuchtkraft berechnet werden. Und auch die Temperatur-Leuchtkraft-Beziehung. Da wird mit Hilfe der Leuchtkraft des Sterns, mit Hilfe der Temperatur des Sterns die Leuchtkraft berechnet. Aber man kann natürlich die Formel ja auch umstellen, sodass man dann natürlich anstatt die Leuchtkraft an die Temperatur ausrechnet, wenn halt die Leuchtkraft gegeben ist. Da muss man halt die Formel halt umstellen und dann funktioniert das dann auch. Und natürlich, wenn eine Beziehung ausgerechnet ist, kann man natürlich dann logischerweise auch die anderen Beziehungen berechnen. Und dann man da ungefähr Werte hat. Aber in diesem Video geht es rein um die Masse-Radius-Beziehung. Also hier steht aber oben drüber trotzdem die Beziehungen Überblick, auch wenn ich jetzt zu jedem Beziehungen ein separates Video mache, denn es geht dann im nächsten Video direkt mit dieser Folie weiter und dann halten wir der Masse-Leuchtkraft-Beziehung anstatt der Masse-Radius-Beziehung. Aber zu der Masse-Radius-Beziehung gibt es zwei Gleichungen. Also für Sterne mit unter 1,66 Sonnenmassen gilt die Gleichung Radius des Sterns R durch Radius der Sonne ist gleich 1,06 mal der Masse des Sterns durch Masse der Sonne hoch 0,945. Aber genauer gesagt ist das eine Verhältnisgleichung, denn der Radius des Sterns verhält sich zur Radius der Sonne, wie die Masse des Sterns zu der Masse der Sonne mit dem Faktor 1,06 hoch 0,945. Deswegen muss man die Gleichung, wenn man R ausrechnet, nochmal umstellen, sodass dann RS an der anderen Seite stehen würde. Und für Sterne mit mehr als 1,66 Sonnenmassen gilt eine komplett andere Gleichung. Da hat man anstatt 1,06 1,33 und der Potenz liegt nicht bei 0,945, sondern bei hoch 0,555. Aber sonst funktioniert die Gleichung am Endeffekt wie die obere, wie man es hier sieht. Und damit wir hier auch ein Beispiel davon sehen, wie das ausgerechnet wird, habe ich mir den Stern Vega genommen. Also Vega hat man schon in einem uralten Video gehabt, wo ich über Eigenschaften dieses Sterns gesprochen habe. Da habe ich jetzt eine Abbildung mit dazu genommen. Also man sieht natürlich, dass die Vega größer ist als die Sonne. Und natürlich, da es ein Hauptreihenstern ist, ist sie logischerweise dann auch massenreicher und leuchtkräftiger als die Sonne. Aber da wir jetzt den Radius berechnen wollen, müssen wir natürlich auch wissen, wie schwer der Stern ist. Also wir wissen, dass Vega so in etwa 2,2 Sonnenmassen hat. Das entspricht 4,38 mal 1030 Kilogramm. Denn eine Sonnenmasse sind 1,989 mal 1030 Kilogramm. Das Ganze mit 2,2 multipliziert, sodass man auf 4,38 mal 1030 kommt. Und natürlich benötigen wir auch den Radius der Sonne. Das liegt bei 696 Millionen Meter, das 696.000 Kilometer entspricht. Gesucht ist natürlich der Radius von Vega RW und die Lösung, wenn man es ausrechnet. Also Radius von Vega durch Radius der Sonne ist gleich 1,33. Wir sehen ja, aha, da der Stern mehr wie 1,6 Sonnenmassen hat, 1,66 Sonnenmassen hat, findet natürlich die untere Gleichung Anwendung und nicht die obere. Also Radius von Vega durch Radius der Sonne ist gleich 1,33 mal Masse von Vega durch Masse der Sonne hoch 0,555. Hier steht wiederum ein W, während hier kein W steht.
neben den m und den r, weil das da oben ist natürlich nur eine allgemeine Gleichung. Hier bezieht sich ja die Gleichung auf einen bestimmten Stern. Aber da ich ja gesagt habe, dass das normal eine Verhältnisgleichung ist, muss es auf rw umgestellt werden. Das heißt, dann hat man hinter den Arbeitsstrich mal rs. Das heißt, da wird rs auf die andere Seite verschoben und dann nicht dividiert, sondern multipliziert, also auf der gegensätzten Seite liegt. Und da hat man jetzt nur die Gleichung 1rw, also Radius von Vega ist gleich 1,33 mal Masse von Vega durch Masse der Sonne hoch 0,55 mal Radius der Sonne. Da hat man jetzt hier unten das Ganze eingesetzt. Also hier haben wir jetzt die Masse von Vega. Rechts haben wir die Masse der Sonne, ms, hoch 0,555 mal den Radius der Sonne, rs. Und dann kommt man auf eine ganz schön große Zahl, also auf 1.434.619.426 Meter, das einen Radius von ungefähr 1,434 Millionen Kilometer entspricht. Und somit hat Vega einen Radius von ungefähr 2,06 Sonnenradien. Also wir sehen ja, aha, anhand der Gleichung berechnet sich aus einer Masse von 2,2 Sonnenmassen einen Radius von 2,06 Sonnenradien. Aber mit Hilfe von Universe Sandbox werden wir jetzt den berechneten Wert mit dem eigentlichen Wert vergleichen. Und dann sehen wir mal, inwiefern unser berechneter Wert mit dem eigentlichen Wert übereinstimmt. Also jetzt haben wir Universe Sandbox offen und wir betrachten den Stern Vega. Berechnet hat man einen Radius von 2,06 Sonnenradien, aber der tatsächliche Wert laut Universe Sandbox liegt bei 2,36 Sonnenradien. Und das ist eine Abweichung von ungefähr 15% von das, was wir berechnet hatten. Jetzt kommt das Problem. Wie kommt denn das jetzt zustande oder warum ist denn das so? Man könnte jetzt denken, okay, das liegt jetzt an der Masse, weil hier steht 2,14 Sonnenmassen. Wir haben mit 2,2 gerechnet, weil nämlich Sterne unterschiedliche Massenangaben haben können. Aber das ist nicht die Ursache dafür, denn das würde, denn hätte man mit 2,14 Sonnenmassen gerechnet, wäre das Ergebnis, würde sich das Ergebnis nur um 1% von unserem Ergebnis unterscheiden, also hätte trotzdem fast das gleiche Ergebnis. Der Grund, warum wir 2,36 Sonnenradien anstatt 2,06 Sonnenradien ist, dass, wie wir es am Anfang gesagt haben von dem Video, dass jetzt ein Stern, wenn man anhand der Masse den Radius berechnet, mit Hilfe der Massen-Leuchtkraft-Beziehung, dass natürlich der Stern nicht den berechneten Radius haben muss. Also selbst wenn man einen Radius von 2,06 Sonnenradien berechnet, kann der tatsächliche Wert etwas niedriger, aber auch etwas höher sein. Und eine Abweichung von 15% ist es nicht so übermäßig groß. Also liegt trotzdem so in etwa von das, was wir berechnet hatten. Das hängt ja auch vom Stern zu Stern ab. Denn diese 2,06 Sonnenradien, die wir berechnet hatten, sagt nämlich nur, dass der Stern so in etwa doppelt so groß ist als die Sonne, wenn die Masse bei 2,2 Sonnenmassen liegt. Aber wie groß der Stern tatsächlich ist, hängt natürlich dann auch von dem Stern selbst ab. Aber was man natürlich ausschließen könnte, ist, dass ein Hauptreihenstern mit 2,2 Sonnenmassen 3 Sonnenradien hätte oder nur 1,3 Sonnenradien hätte. Das lässt sich schon mal komplett ausschließen, das wäre nicht möglich. In dem Falle. Aber da wir uns ja nicht nur auf diesen einen Stern beschränken wollen, sondern das allgemein betrachten, habe ich auch nochmal zwei Tabellen erstellt, die nämlich verdeutlichen, wie groß ein Hauptreihenstern nach dieser Berechnung bei einer bestimmten Masse wäre. Also wir sehen, aha, ein Stern mit 0,1 Sonnenmassen hätte einen berechneten Radius von 0,12 Sonnenradien, was in Wirklichkeit auch tatsächlich in etwa hinhauen würde. Ein Stern mit 1,0 Sonnenmassen zum Beispiel hätte 1,06 Sonnenradien und nicht 1,0 Sonnenradien. Das liegt nämlich daran, weil man ja in der Gleichung die 1,06 vorkommt. Denn das Ganze, man hätte ja der Masse des Sterns, was ja der Masse der Sonne entspricht, weil miteinander dividiert, würde ja 1 ergeben.
Wenn man das Ganze hoch 0,945 rechnet, kommt immer noch 1 bei raus. Und dann wird quasi 1 mal 1,06 gerechnet. Und daher kommen 1,06 Sonnenradien bei raus. Aber wir sehen in der zweiten Tabelle jetzt nur noch Messwerte, wo die zweite Gleichung angewendet wird, also ab 1,67 Sonnenmassen. Und man sieht, dass natürlich zum Beispiel bei 2 Sonnenmassen 1,95 Sonnenradien ergeben. Bei 10 Sonnenmassen ergeben 4,77 Sonnenradien. Und bei 20 Sonnenmassen ist natürlich deine Stadt auch schon 7-mal so groß als die Sonne nach der Berechnung. Aber man merkt trotzdem etwas. Am Anfang, bei der ersten Tabelle, lag der Radius des Sterns über der Sternmasse. Also da hatte das eine größere Zahl als die Masse. Und bei ganz massereichen Hauptreihen mit 5 oder 7,5 Sonnenmassen hat der Radius eine kleinere Zahl als die Masse. Damit meine ich, zum Beispiel 5 Sonnenmassen ergeben 3,24 Sonnenradien nach der Berechnung. 0,4 Sonnenmassen wiederum ergeben 0,45 Sonnenradien. Das heißt, da sind diese 0,45 größer als 0,4. Also man merkt, bei 2 Sonnenmassen gibt es so eine Wende, wo dann die Masse, die größere Zahl, ist ja nicht mal der Radius. Und bei unter 2 Sonnenmassen würde quasi der Radius über der Masse liegen. Sodass man davon ausgehen könnte, dass ein Stern mit 1,2 Sonnenmassen auch mehr als 1,2 Sonnenradien hat. Wäre ein Stern mit zum Beispiel 3 Sonnenmassen zwar größer als die Sonne ist um einiges, aber trotzdem weniger als 3 Sonnenradien hätte, wenn man es mit der Formel berechnet. Also genau gerade mit 2,44 Sonnenradien. Das ist, was ich damit meine. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao.